Also die Euweiterlein war gestern noch gesperrt, weil offensichtlich hat es hier ein bisschen geschneit. Aber ist wieder offen. Deswegen fahren wir jetzt ein kleines Stück Euweite. Wir machen jetzt hier diese Gigijoch-Abfahrt oder so von ganz oben nach ganz unten. Also wir fahren die Euweite nicht ganz, sondern dann halt schräg rüber. Und dann die Flowtrails. 16 Kilometer am Stück. Ach, Leute, good times, mir geht's gut. Ey. Richtig, richtig geil. Und guckt euch das mal an hier. Schön! Jetzt schneit jetzt hier oben ein bisschen, merke ich gerade. Kann natürlich sein, dass jetzt was auf der Linse hängen bleibt. Oh, das erste Stück ist hier geschlossen. Boah, der Schnee tut voll weh an der Fresse hier. Ey. Sprengarbeiten. Ich gehe auch mal irgendwas sprengen hier. In diesem Video fahren wir die längste zusammenhängende Trailabfahrt, die ich kenne. 16 Kilometer lang und 1313 Höhenmeter, die bergab gefahren werden wollen. Das Ganze ist, wo auch sonst, in der Bike Republic in Sölden. Aber zurück zur Long Line Gigijoch. Diese startet mit der Euweite Line, führt über die Troalen Line zur Habe Line, von der Habe Line zur Gaha Line und am Ende noch zur Letten Line. Der Anteil an anfängerfreundlichen Flowtrails ist hier gewaltig groß. Aber Langeweile kam bei uns definitiv nicht auf. Das Einzige, was aufkam, war schlechtes Wetter und Schnee, der auf der Euweite Line lag. So, also unter den Bedingungen bin ich die Euweite auch noch nicht gefahren. Wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen matschig. Und Schnee ist ja auch noch. Ich muss mal dran denken. Ui! Oha! Ich muss dran denken, dass ich die Linse zwischendurch sauber mache. Boah, ist das rutschig in dem Sa- Also diese Schneehaufen da, die sind noch gut rutschig. Die Bike Republic hat ja stellenweise in der Mountainbike-Community den Ruf, langweilig und nur aus Murmelbahnen bestehen zu sein. Ich persönlich sehe das tatsächlich anders. Es gibt viele lange Flowtrails, ja, aber es gibt auch naturbelassene technische Trails, von denen ihr in den kommenden Videos wahrscheinlich noch etwas sehen werdet. Wo muss ich her? Na hier. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass man auf Flowtrails richtig Spaß haben kann, egal wie gut man ist. Wenn man vom Skill-Level her fortgeschrittener ist, kann man die Trails dann halt anders fahren als ein Anfänger. Oh, jetzt ist mein Socken einfach komplett nass. Und zusätzlich spielt bei mir die Gesellschaft immer auch noch eine große Rolle. Man kann mit den richtigen Leuten eigentlich überall Spaß haben. Zumindest ist das meine Ansicht. Ja, ich glaube. Okay. Ich glaube, der untere Teil wird schöner. Und mit Anike und Julian hatte ich die beste Gesellschaft, die ich mir nur vorstellen konnte. Und an der Stelle auch nochmal fetten Respekt an Anike, die zum 7. Mal auf dem Mountainbike sitzt und mit uns hier alles gefahren ist, ohne irgendwelche Probleme zu haben. So gut sind nicht viele nach so einer kurzen Zeit. Uff! Der hat aber gekickt hier, der Bursche. Ich hab den Trail irgendwie ein bisschen steiler in Erinnerung. Voll anstrengend. Hier müssen wir, glaube ich. Wo ist denn hier die Ausfahrt? Hinter dem Bagger direkt. Ja, da war ja eigentlich der Weg, wo die da jetzt gesprengt haben. Also ich glaube, wir können hier nicht her. Wir müssen, glaube ich, das Steinfeld.
Boah, das ist auch schon 2 Jahre her jetzt. Steine sind auch zwischendurch tatsächlich ein bisschen rutschig. Alter, die sind teilweise aber auch rutschig hier, ey. Stark, ey. Ja. Richtig gut, ey. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie rein eigentlich. Ja, danke dir. Dürfen wir? Ja. So, wir fahren jetzt hier diese Troalenlein. Ob man dann zu Gigi auch rüberkommt. Und dann können wir da drüben die Flowtrail-Abfahrt machen für Aniko, aber auch für uns. Da ist schon krass matschig der Schnee auch, ey. Da ist so gar kein Grip. Ja. Krass. Da gibt es so Leute, die mega Balance fahren. Nur im Schnee oben. Auch gestört. Kommen wir zu dem Thema hier, Murmelbahn. Ich habe bei Instagram gepostet, als ich hier nach Sölden gefahren bin. Da haben mir wieder einige geschrieben, hier, voll langweilig in Sölden, nur Murmelbahn, bla bla bla. Also ganz ehrlich, ich komme ja auf meine Kosten. Ich meine, ja klar, jetzt hier so eine rechts, links, rechts Kurvenbahn so. Jetzt die hier speziell ist halt wirklich Murmelbahn, aber das muss ja nicht schlecht sein, weißt du? Man kann ja hier trotzdem Spaß haben. Und jetzt so nach meiner längeren Pause fand ich, dass Sölden der beste Ort zum Einsteigen ist. Und ich meine, guckt euch mal den Zustand hier an. Hier ist einfach alles in bester Ordnung. Hier wurden sogar nachgeschäbt, das sieht man. Und ist gutes Konditionstraining. Und die Kondition habe ich nicht. Och nö. So. Ich musste hier gerade ein bisschen Work and Travel machen. Schön, schön. Habe ich das schon mal gesagt heute? Zum Thema Sölden habe ich ja gerade auf dem Fahrrad schon gesagt, dass die Trails immer in einem Top-Zustand sind. Manchmal allerdings sind die Shaper dann etwas gefährlich unterwegs. Die haben ja einfach... Komm, komm. I'm sorry? No worries. Servus. Ich wollte gerade noch sagen, die haben mir neu geshaped. Und dann kommt mir eine Rüttelplatte entgegen. Aber da hätten sie auch mal ein Schild aufstellen können. Oder ich habe es übersehen. Werde ich ja beim Videoschneiden dann sehen. That's all.
Kann ich? Ja. Can I come? Danke, danke. Das ist einfach so gestört. Ich glaube, in meinen früheren oder in den älteren Videos aus Sölden habe ich das schon mal gesagt, dass egal welche Abfahrt ich irgendwo gemacht habe, ich habe immer Shaper gesehen. Einfach jedes Mal. Jetzt haben wir Oktober, kurz vor Ende der Saison. Und hier ist schon wieder ein Shaping-Team unterwegs. Junge, Alter, da steht der plötzlich mit der Rüttelplatte, ja. Meter vor mir. Genau. Ohne Schild, alles. Wie gesagt, das Schild hätten sie mal ein bisschen früher aufstellen können. Jetzt muss sie hier berg hoch treten. Ja, Leute, ich kann das nicht oft genug sagen. Aber Sölden macht mir Spaß. Und jetzt dürft ihr mich haten in den Kommentaren. Aber Sölden macht mir einfach Spaß. Ich find's geil. Ich find das Ganze drumherum geil. Shape geil. Hier ist einfach gut. Leute, es ist gut. Boah, einfach so gechillt hier runter cruisen. Feier ich gerade so enorm. Ich bin einfach auch. Oder wir sind hier einfach komplett alleine gerade. Kein einziger Mensch. Und genau deswegen war Sölden der perfekte Ort für mich, um nach der längeren Pause wieder Fahrrad zu fahren. Man ist alleine, hat eine wundervolle Natur um sich herum, entspannte Trails, die ewig lang sind und die man auch schneller fahren kann. Und ich habe mich meiner Meinung nach, unter anderem durch das Firebird, dieses Jahr, obwohl ich so wenig fahren konnte, einfach ein bisschen verbessert. Ich merke, dass ich schneller und selbstbewusster geworden bin und vor allem, dass ich 15 Kilo weniger wiege. Der Gewichtsverlust macht einfach alles einfacher, wodurch ich persönlich auch automatisch mehr Spaß habe. Alter! Was für Kurven, Mann, ey! Hammer, ey! Natürlich ist da insgesamt noch Luft nach oben, aber es wäre ja auch langweilig, wenn das nicht so wäre.
Ja. Und noch ein. Ja. Ui. Ja, da fährt er weg. Huppa! Hier übrigens, ne? Das ist hier diese Swatch 9s Geschichte. Das ist halt von hier schon geisteskrank groß, ne? Digga, ey. Allein dieser Drop hier rein. Ich muss fahren, meine Brille beschlägt. Oh Junge, guck dir die Kurven an! Junge! Einfach komplett neu. Okay, die haben aber wegen der Nines Line hier, meine ich, hier die Wegführung ein bisschen geändert. Huh? Wo kommt der denn her? Alter Falter, ist das gut hier. Boah, das ist schon, wenn man jetzt so näher an diese Sprünge rankommt, wird nicht besser irgendwie. Alter Falter, ey. Junge, ey, wenn ich auf so einen Kicker zufahren würde, da würde ich so richtig mich einscheißen. Aber das haben sie neu geshaped hier außenrum. Also an der Stelle auch nochmal meinen absoluten Respekt an alle, die diese großen Sprünge machen. Ich finde sowas beachtlich und würde es auch gerne können. Ich weiß aber auch, wenn man es realistisch betrachtet, dass es außerhalb meiner Skillreichweite liegt und ich sowieso nicht diese Risikobereitschaft habe, um sowas überhaupt irgendwie ansatzweise zu trainieren. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil für mich geht es primär darum, das zu tun, woran ich Spaß habe. Und den habe ich definitiv gehabt. Vor allem, wenn ich 16 Kilometer am Stück durchfahren kann, ohne mich dabei irgendeinen Berg hochzuschleppen. Yeah! Sölden hat mal wieder abgeliefert. Ach krass, den haben wir auch nicht am Schirm. Die kann man aber auch so viel Glück haben wie ich. Erst mal einen Tag vorher entschieden, hier hinzufahren. Dann war Regen angesagt. Heute war trocken. Trails im perfekten Zustand. Einfach krank.
Leute, da das Video sowieso schon viel zu lang war und heute sogar noch einiges passiert. Wir müssen gleich noch auf den Campingplatz umziehen. Wir müssen essen gehen und wir müssen noch die Teere reinfahren. Aber all das seht ihr einfach im nächsten Video, weil sonst wird das hier viel zu lang und ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben, Kommentar und Abo da. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann zu meinem nächsten Video aus Sölden wiedersehen. Und bis dahin, bleibt ihr bitte gesund. Macht's gut. Und bis dann. Ciao.